Guten Morgen, Lokführer. Willkommen in Brokenhurst. Bitte öffnen Sie hier die Türen. Abfahrt ist um 10.12 Uhr. Der Schaffner schließt die Türen bis zu 20 Sekunden vor der Abfahrt. Eine Liste Ihrer Haltestellen finden Sie im Briefing. Und damit willkommen zurück im Train Simulator 2020. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Wir befinden uns heute auf der britischen Strecke South West Main Line. Diese Strecke ist ebenfalls Bestandteil der Vollversion vom Train Simulator 2020. Bis jetzt hatten wir uns ja nur die deutsche Strecke Nürnberg-Regensburg und deren Fahrzeuge angeschaut. Und heute sind wir im Südwesten von England unterwegs und beginnen mit der Erkundung der South Western Main Line. Weiterhin gibt es noch die amerikanische Strecke Norfolk Southern N-Line, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Ja, wir sind also wie gesagt heute im Südwesten von England und müssen als allererstes mal hier unser Kamerasichtfeld auf dieses Fahrzeug anpassen, denn das Sichtfeld ist mir ein bisschen zu weit und wir wollen ja die Strecke erkunden. Ja, wir sind unterwegs mit einem Zug der Class 445. Ich glaube, das Sichtfeld ist jetzt schon wieder zu nah. Ich glaube, ein bisschen ein Stückchen weiter müssen wir schon noch stellen. So ist es perfekt. Ja, wir öffnen die Türen, setzen den Richtungswender nach vorwärts, schalten uns das Zugsicherungssystem DSD ein, was wir hier ebenfalls nutzen können. Das ist unser Zug, mit welchem wir heute unterwegs sind. Wir schalten noch die Spitzenlichter ein. Und dann sind wir soweit schon klar für die Abfahrt, müssen nur noch auf das Abfahrsignal warten, ist ja noch ein bisschen Zeit. Eine Class 450, ein vierteiliger Elektrotriebwagen. Das Fahrzeug ist, wie ihr seht, mit Stromschiene unterwegs und hat sogar Zugzielanzeigen. Ja, wir werfen einen kurzen Blick auf die Strecke. Die komplette South West Mainline hier im DLC führt uns von Southampton im Nordosten bis nach Birnemouth im Südwesten. Und wir befahren heute aber die mit enthaltene Nebenstrecke von Brokenhurst bis nach Lymington Pier. Finde ich auf jeden Fall toll, dass hier Nebenstrecken enthalten sind. Das Fahrzeug kennt der ein oder andere vielleicht schon, die Class 450. Richtig, die war nämlich auch schon im Train Simulator 2019 enthalten bei der britischen Strecke von London-Waterloo nach Portsmouth. Ja, ansonsten gibt es hier an Fahrzeugen noch, ihr seht es hier gerade ankommen, eine Class 444. Auch diese kennen einige schon aus dem letzten Jahr. Aber es gibt ja auch zwei Fahrzeuge, die letztes Jahr nicht dabei waren, aber dazu gleich mehr. So, ja, das ist anscheinend hier der Anschlusszug aus London, der hier ankommt im Bahnhof von Brokenhurst. Und wir sind aber schon abfahrbereit und sollen aber erst um 12 Uhr abfahren, aber die Türen, wie schon angesagt, gehen ja ein bisschen früher zu. Das heißt, die Anschlussreisenden können wahrscheinlich unserem Zug jetzt winken. Die werden nicht mehr reingekommen sein. Egal, wir setzen uns trotzdem in Bewegung und fahren jetzt mit unserem Triebwagen in Richtung Lymington Pier, also zum Hafen. So halt, dass es ein bisschen zu schnell beschleunigt. Natürlich, wir sind in Großbritannien und hier wird natürlich mit Meilen pro Stunde gefahren und wir dürfen jetzt auf bis zu 60 Meilen sogar, beziehungsweise 45 Meilen beschleunigen. Ja, eine Class 450, wie gesagt, besteht aus vier Teilen, vierteiliger Triebwagen. Und hier kommt gerade der nächste Zug eingefahren in den Bahnhof von Brokenhurst. Ja, die Strecke selbst, also die Hauptstrecke von Southampton nach Birnemouth, die ist 56 Kilometer lang. Zur Nebenstrecke, die wir befahren, die ist, glaube ich, so um die 4 bis 5 Meilen lang, also wirklich eine recht kurze Nebenstrecke, aber trotzdem sehr schön, dass wir diesen Abzweig hier im DLC haben, finde ich zumindest, weil diese Ab... Es ist halt besser als nur so eine Strecke von A nach B. Wenn man immer so einen kleinen Abzweig hat, das sorgt immer auch für Abwechslung. So, der Zug, der gerade angekommen ist, der ist schon weitergefahren, hat uns gerade überholt. Und wir fahren jetzt erstmal bis zu 45 Meilen, müssen aber gleich wieder herabbremsen. Und ihr seht, rechts von uns ist die Hauptstrecke und hier wird gleich die Nebenstrecke in Richtung Lymington Pier abzweigen. So, jetzt sind wir bei 45 Meilen und müssen aber die Geschwindigkeit gleich schon wieder reduzieren auf 35 Meilen pro Stunde. Und das wird schon wieder ganz, ganz knapp, das jetzt noch rechtzeitig zu schaffen. Oder holen wir uns gleich die ersten Minuspunkte? Ne, gerade noch so geschafft. Ja, und wir zweigen jetzt quasi hier von der Hauptstrecke ab.
Und dann geht es um die 3,9 Meilen jetzt bis nach Lymington Town. Und Lymington Pier ist dann kurz dahinter. Pier, also wir fahren zu einem Hafen, zum Fährhafen. Und dort können dann die Fahrgäste mit der Fähre in Richtung der Insel Isle of Wight übersetzen. So, und hier müssen wir erstmal bremsen. Hier ist es nämlich teilweise sehr abschüssig auf dieser Strecke. Das Fahrzeug selber, was wir fahren, wurde von Siemens gebaut. Das reale, die reale Class 450. Und es gibt insgesamt 127 Triebwagen, die vor allem im Südwesten von England unterwegs sind. Das Fahrzeug ist zugelassen für eine Höchstgeschwindigkeit von umgerechnet 160 Stundenkilometer. Ja, dazu zumindest erstmal die Informationen zu diesem Zug. Und wie gesagt, einige von euch kennen ja den Triebwagen schon aus dem letzten Jahr. Da war er auch schon dabei, genauso die Class 444. So, und jetzt können wir sogar noch mal richtig auf die 60 Meilen beschleunigen. Hier sehen wir mal die Innenansicht. Und ihr seht, um diese Zeit am Morgen fahren nicht allzu viele Leute mit. Und ja, jetzt können wir erstmal auf 60 Meilen beschleunigen, aber da kommt gleich wieder so eine abschüssige Stelle. Das heißt, da müssen wir wieder gucken, dass wir da rechtzeitig abbremsen und keine Geschwindigkeitsüberschreitungen oder sowas haben. Außerdem müssen wir da die Geschwindigkeit noch auf 50 Meilen pro Stunde reduzieren. Ja, wie gesagt, ich hatte euch ja auch versprochen, dass wir uns die restlichen Strecken, die hier in diesem Jahr zum Hauptspiel gehören, dass wir uns diese auch anschauen. Hat halt jetzt ein bisschen gedauert. Wie gesagt, wir hatten uns ja als allererstes diese Exklusivstrecke Nürnberg-Regensburg angeschaut. Und heute geht es nun endlich weiter, dass wir uns eben auch diese Strecke anschauen. Und dann natürlich später die amerikanische Norfolk-Southern-N-Line. Das wird dann die längste Erkundung werden. Denn da gibt es auch ein sehr, sehr schönes Karriereszenario, was da enthalten ist. Das dauert allerdings mal eben so 100 Minuten. Man ist auf der ganzen Strecke unterwegs und darf dann aber überall Güterwagen verteilen. Wird also dann schon etwas anspruchsvoller werden. Auf dieser Strecke hier allerdings, hier liegt der Schwerpunkt auf dem Personenverkehr. Wie gesagt, wir können eben die Class 444 und die 450 hier steuern. Außerdem gibt es hier sogar noch eine Dampflokomotive, die Class A2, auch bekannt als Blue Peter. Zusätzlich gibt es hier auch eine Diesellokomotive, die man im schnellen Spiel fahren kann. Das ist dann so für Güterzüge gedacht, aber mit dieser, wie gesagt, gibt es keine Szenarien. So. Und da sehen wir auch schon den ersten Bahnhof, wo wir halten müssen. Der kommt schon in Sicht, der Bahnhof Lymington Town. Also auf Deutsch gesagt Lymington Stadt. Und wie gesagt, es ist nur ein Teil der Southwest Mainline, die hier in diesem DLC enthalten ist. Ich finde es schon wieder schade, warum das jetzt so ruckelig aussieht. Es ist nur ein Teil der Southwest Mainline. Denn würde man die komplette Southwest Mainline bauen, dann müsste man in London beginnen und in Weymouth im Südwesten von England abschließen. Das wären dann mehrere hundert Kilometer, die gebaut werden müssten. Und das ist natürlich, das würde zwar rein technisch im Train Simulator funktionieren, aber ich glaube, das ist dann für den Entwickler sicherlich auch nicht mehr so Sinn der Sache, sage ich jetzt mal. Denn die Entwickler müssen ja damit auch Geld verdienen mit dem Bau von Strecken. Ja, wie gesagt, diese Strecke ist Bestandteil des Hauptspiels in diesem Jahr. Und aber auch einzeln als DLC, glaube ich, für 21 oder 22 Euro erhältlich. Allerdings kommt ihr hier meiner Meinung nach besser, wenn ihr das Hauptspiel kauft. Da habt ihr für den Preis von 30 Euro gleich drei Strecken mit. Es sind halt gleich drei Strecken dabei. So, und jetzt nähern wir uns erstmal hier dem Bahnhof von Lymington Town. Und da müssen wir vorher auf 20 Meilen abbremsen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir das nicht zu zeitig machen. Denn wir sollen um 10 Uhr 19 und 25 Sekunden, also 1,5 Minuten, da im Bahnhof von Lymington Town ankommen. Und da darf man halt gerade bei solchen Beschränkungen nicht so zu früh abbremsen. Das ist halt immer so ein bisschen dann das Problem. Da hinten ist dann schon unser Endpunkt zu sehen. Also ich finde das toll, dass man eben auch mal solche Nebenstrecken hier mit integriert.
Natürlich da, wenn es halt wirklich Sinn macht. Wie gesagt, hier geht es so, glaube ich, um eine Nebenstrecke von knapp 5 Meilen oder sowas dürfte das so in dem Dreh sein. Ja, doch, 4 bis 5 Meilen sind das. Bei 20, 30 Kilometern ist das dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Denn das kostet ja auch Zeit, solche Nebenstrecken zu bauen. Aber ich freue mich trotzdem, dass wir hier diese Nebenstrecke halt in diesem DLC nutzen können. So, Einfahrt in den Bahnhof von Lymington Town. Und hier ist natürlich nicht viel los. Wir wollen halt nicht so viele Leute hier zum Hafen. Ihr seht, wir scheinen ja einen sehr, sehr kurzen Bahnsteig zu haben. Einen extrem kurzen Bahnsteig. Ihr seht es, gerade so kriegt man hier den ganzen Zug ran. Wobei der vorderste Zugteil, glaube ich, schon wieder etwas über den Bahnsteig hinausragt. Ja, leider, leider. Aber schaut euch das hier mal an. Der Bahnsteig ist hier wirklich sehr, sehr kurz. Also hier muss man schon ganz genau versuchen zu halten. Ist jetzt halt nicht ganz gelungen, aber die Fahrgäste am ersten Teil können ja zum zweiten Zugteil laufen und da gehen die Türen auch auf. Aber wieder zurück hier zum Führerstand. Wir sind nämlich auch gleich schon wieder abfahrbereit. Genau, Fahrgäste sind eingestiegen und wir können uns dann gleich schon wieder abfahrbereit machen. Wir dürfen jetzt aber hier nur auf 20 Meilen pro Stunde beschleunigen. Wir warten auch schon Bus auf die Fahrgäste. Das heißt, hier sind auch nur ausschließlich vierteilige Triebwagen unterwegs, weil ein längerer Zug würde da gar nicht an den Bahnsteig passen. Jetzt geht es hier gerade über die Brücke zum Hafen. Ihr seht's. Dann werden wir auch schon unseren Endpunkt erreichen. Lymington Pier. Und das Ganze könnte sogar noch pünktlich klappen. Doch mal ein bisschen beschleunigen, noch mal ein paar Sekunden rausholen. 20,3 Meilen. Die wir jetzt hier fahren dürfen. Hier kommt das nächste Respite-Signal. Da würde man in Deutschland dann ein P sehen für Pfeiftafel. Und das heißt natürlich, dass man eben auf Deutsch gesagt hupen muss. Oder die Überquerung des unbeschrankten Bahnüberganges oder der Stelle halt ankündigen muss. So, wir fahren aber ein jetzt hier in den Bahnhof Lymington Pier, der ja auch schön in der Kurve liegt. Und jetzt hoffentlich nicht, dass wir jetzt hier noch entgleisen. Gerade noch so gehalten. So, dann lassen wir auch hier die Fahrgäste ein- und aussteigen. Aber hier passt es dann. Lymington Pier ist erreicht und hier wartet dann schon die Fähre in Richtung Isle of Wight. Ja, aber anscheinend keine Autos oder irgendwas. Scheint noch etwas zu dauern, bis diese Fähre dann ablegt. Wir können aber nochmal zurückgehen nach Lymington Stadt, denn da haben wir uns noch nicht umgeschaut. Wir sind ja hier, wie gesagt, hier über diese Brücke gefahren. Und hier sieht man nochmal das Bahnhofsgebäude von Lymington Town. Und hier eben viele Busse, die hier auf ihre Fahrgäste warten. Typisch englische Kleinstadt. Aber ihr seht auch die Texturierung des Bahnhofsgebäudes eben so angepasst, dass man vor allem im Führerstand sitzt. Also das sieht man hier schon. Wir gehen wieder zurück in unser Fahrzeug. Und ja, das war es dann schon mit dem Szenario, wenn ich das richtig gelesen habe. Wir sollten ja hier nur diesen Zug zum Hafen bringen. Das Szenario wurde ausgeschrieben mit einer Dauer von knapp 15 Minuten. Und gut gemacht, Lokführer. Passagiere, die zur Fähre nach Isle of Wight um 11 Uhr abfahren möchten, werden froh sein, wenn sie rechtzeitig ankommen. Ja, die sind auf jeden Fall rechtzeitig da, sind noch 40 Minuten, können in Ruhe einchecken oder sich noch ihr Fährticket kaufen. Das hat alles funktioniert. Wir schauen in die Auswertung. Und da bekommen wir 1000 Punkte. Das ist auch die Höchstzahl, die man hier erreichen kann. 2 EP. Ich habe das Szenario vorher mal angespielt. Da schaltet man dann noch hier eine Errungenschaft frei. Ja, also höchste Punktzahl, die man hier schaffen kann, die haben wir erreicht.
Ja, und das war's auch schon für heute. Im nächsten Video sehen wir uns dann auf dieser Strecke wieder. Da werden wir dann die Hauptstrecke erkunden, beziehungsweise in den nächsten beiden Videos. Ansonsten danke ich euch wieder fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.